Moin Moin, willkommen zurück bei Let's Play Spyro Reignited Trilogy of the Dragon. Im letzten Part haben wir die Feuerwerksfabrik auf 100% vervollständigt. Und das war's. Ist so lange her, ich weiß es tatsächlich gar nicht mehr. Aber ich glaube, das kommt hin. Und jetzt sind wir in der auf der Kristallinsel unterwegs. Genau, so heißt die Welt. Und wir haben hier gestörte Zauberer. Spyro, du darfst es keinem verraten, aber wir haben der Zauberin Magie geklaut. Wir verstecken uns hier und üben, damit umzugehen. Leider, es gab einen Unfall und alles ist zu Kristall geworden. Das scheint die Wesen hier aufgebracht zu haben. Joa. Joa. Nicht nur gestört, sondern auch inkompetent tatsächlich. Es wurde einfach von ihnen alles, was hier irgendwie existiert, außer diese komische Flugbiber oder was das war, außer die wurde alles und hier diese kleinen... Also es gibt ein paar Ausnahmen, okay. Aber der Großteil wurde tatsächlich einfach... Wie man es nennt, zu Kristall verarbeitet sogar. Die Lampen bestehen aus Edelstein, sogar der Himmel. Und ja, der Mond nicht. Also es gibt, wie gesagt, ein paar Ausnahmen, aber der Großteil ist... Naja, versehentlich, absichtlich, wie man es nehmen will, in Kristall verwandelt worden. Kannst du aufhören? Dankeschön. So. Ja, was erwartet uns hier in der Welt? Wie gesagt, gestörte Zauberer. Ich weiß nicht, ob die Zaubersprüche, die die drauf haben, sogar dieser Bär war aus Kristall. Ich weiß gar nicht, ob die Zaubersprüche, die die hier drauf haben, ob die genauso gestört sind wie im Original auch oder ob die hier anders sind. Da bin ich mir unsicher. Aber da liegt noch was, da habe ich was übersehen. Oh mein Gott. Das hätte mich hinterher geärgert. So, jetzt geht's aber weiter. Wir werden es aber direkt rausfinden, weil... Hallo, wieder hoch, danke. Hier erwartet uns gleich schon der erste Zauberspruch tatsächlich. Und... Ich meine, ich kann mich... Nee, oder? Nee, ich kann mich nicht an den Zauberspruch erinnern. Also ich weiß, es gab einmal Abracadabra, so ganz lame. Aber er hat einen anderen. Willst du einen Zaubertrick sehen? Passe gut auf. Wie du siehst, habe ich nichts in die linke Ärmel und nichts in die rechte. Aber jetzt, ich wedele mit den Händen und sag das Zauberwort Alakazam! Genau, Alakazam, genau. Also die Zaubersprüche sind hier genauso noch wie früher. Nur früher hat das cooler geklungen. So, er hat nichts in seiner linken, nichts in seiner rechten, aber er kann trotzdem Edelsteinwege herbeizaubern. Ja, das Einzige, was ihr zaubern könnt, sind, glaube ich, Edelsteine und Kristalle, oder? Also, Aussage vom ersten war, sie haben alles in Edelstein, Kristalle verwandelt. Zweiter, zaubert Edelsteinbrücken. Brücken, wie auch immer, das nennen, wie man das nennen will. Und was machst du? Diese ganze Magie ist nur Irreführung, weißt du? Deshalb statische diese Wirbelwind da drüben. Abracadabra. Abracadabra, aber er macht trotzdem mit Magie das Ding an. Magie ist nur irreführend. Ja, okay, aber... Irgendwann geht der... Okay, genau. Irgendwann geht der aus. Ich wusste es. Deswegen sollte man erst sammeln und nicht weiterfliegen, weil bis man hier zurück kann... Nee, man kann direkt wieder zurück. Stimmt, man kann direkt wieder zurück. Egal, ich würde trotzdem erst sammeln und dann noch vor weitergehen. Weil dann weiß man, dass man nicht mehr zurück muss, sich keine Sorgen machen muss, dass man irgendwas vergessen hat und nicht weiß, wo man was vergessen und all sowas. Deswegen erst sammeln und dann... Erst sammeln, danke, und dann weiter. Dann nochmal umgucken, noch dreimal rumfliegen, fliegen vor allem. Rumschwimmen, tauchen und dann weiter. So, zurück, hallo. Mach das nochmal. Okay, ich zeig's dir nochmal. Wenn du genau hinsiehst, siehst du vielleicht, wie das geht. Abracadabra.
Ich will es gar nicht wissen, wie es geht. Mach's einfach. Ich will einfach nur weiter. Und wupp. Ein Zauberstrahl. Und ein guter alter Freund wartet schon hier auf uns. Der gute alte Geldsack. Der böse, böse Bube. Der uns immer wieder Geld abziehen will und es diesmal auch wieder will. Ja, man kommt aber auch nicht anders drüber. Schade eigentlich. Hallo. Spyro, wusstest du, dass ich ein talentierter Amateurmagier bin? Meine Spezialität ist der erstaunliche Brückenausfahrttrick. Würde ich dir gern zeigen, brauch aber zuerst eine kleine Spende. Für meine Unkosten. Du verstehst schon. Der erstaunliche Brückenausfahrttrick, ach so. Ja, genau. 1000 Edelsteine, ja, komm, nimm. Sehr gut. Mal schauen. Hokus Pokus zappelt die Zang. Diese Brücke wird wieder lang. Hokus Pokus zackel die Dang, diese Watt. Okay, voll der komische, ey. Voll der komische. Ich schwör's euch. Aua. Lass mich in Ruhe. Geh weg. So, du. Aua. Hier unten, hier unten, hier unten. So, wir sind auch tatsächlich schon in der Welt selber fast am Ende. Aber uns erwarten tatsächlich nochmal zwei Aufgaben, die... Ich will nicht sagen, sich als schwierig erweisen, aber sich als komplizierter erweisen, als sie aussehen werden. Wasser habe ich alles, hoffe ich. So, da ist der nächste. Hallöchen. Nun, ich könnte dir meinen neuen Trick zeigen. Wenn du mir versprichst, es nicht dem großen Zamboni zu sagen, der klaut mir immer alles. Alakazam! Moment. Zamboni, ich hab eben nicht auf den Namen geachtet, aber der Spruch war derselbe und die Wirkung war auch dieselbe. Also, wurde gesagt, die Wirkung ist dieselbe. Der Typ eben, der uns das gemacht hat, hieß der Zamboni? Ja. Lass noch was runterlaufen, danke dafür. So. Tschüss, Baum. Und hallo, Ende. Das hier kannst du haben. Wollte ich in einem Trick verwenden, aber meine Magie prallt irgendwie ab. Was hattest du vor? Jetzt im Endeffekt, was hat er vor? Was ich aber nicht ganz verstehe. Warum hauen die noch aus der Welt ab? Ich brauche die draußen quasi nicht mehr. Warum hauen die aus der Welt noch ab? Check ich nicht. Egal. Erste Aufgabe von denen, die sich als etwas komplizierter erweisen können, diese Rutsche hier, weil die Steuerung einfach... Ich habe nichts gesagt. Im Remake ist das voll easy. Aktuell gerade. Im Original war das viel, viel schlimmer. Das geht ja voll klar. Okay, damit habe ich nicht gerechnet, muss ich sagen. Ich habe gedacht, ich hänge jetzt ein bisschen länger dran. Aber das sieht nach einem First Try aus, nach einem Souverän. Alter, im Original war das unfassbar schwer. Also wirklich jetzt. Das war ja nichts. Ich habe ihn auch im Original immer 3-4 Versuche gebraucht. Eloise, Hallöchen, willkommen auf der Welt. Gesundheit. Ich würde zum Arzt gehen. Aber ich habe ja auch alles, ne? Ja, hat funktioniert. Easy first try. Dann könnte der Part ja doch kürzer werden, als ich dachte. Aber wobei... Es sind so ein paar Kleinigkeiten. Stimmt, man muss hier... Es sind so ein paar Kleinigkeiten, die Welt ein bisschen in die Länge ziehen, tatsächlich. Einmal diese Aufgabe bei Bentley, aber... Willkommen, verehrter Drache, Bentley. Aber da kommen wir später zu. Wir machen erstmal mit Spyro draußen uns vollständig und fangen... diesen Eierdieb, der in einem scheiß Flugzeug sitzt. Ja, in einem Flugzeug. So, aber wir haben natürlich auch hier... wie in jedem Rennen... Speedsterne und what the fuck
Hat er gerade einfach eine 360-Grad-Drehung, eine 360-Grad-Drehung hingelegt? Echt jetzt? Was ist denn mit ihm? Wie macht er das? Bring mir das bei. Ich kann nur sowas. Und jetzt habe ich ihn verloren. Egal. Dann machen wir hier erstmal ein bisschen was. Ein bisschen Aua. Ein bisschen Schaden kriegen wir noch. Das ist eine Westerfahrt hier. Ist zwar nicht so schön, aber es funktioniert. So. Ach lol, hier liegt ein Ei. What? Grace, was geht? Willkommen. Jetzt interessiert mich aber, wie heißt dieses Ei? Rutschen, Flug zum Versch... Achso. Warum sagt mir das nichts? Also wirklich überhaupt nicht. Komisch. Egal. Wie komme ich denn jetzt wieder darüber? Zum Ende, zum Ende, zum Ende. Das ist der Anfang? Nee. Ah doch, hier, okay, ist richtig. So, jetzt haben wir auch tatsächlich den Schlüssel eingesammelt. Lauf erstmal voll gegen die Lampe, Junge, genau. Den Schlüssel eingesammelt für diese komische Box da am Ende. Das ist noch ein kleiner Weg bis dahin, aber die komische Box da am Ende. So, darf ich bitte? Dankeschön. Sehr nett, dass ihr alle runterkommt und mich drüber lasst. Cool. Ehre. So, da muss ich hin. Genau. Für diese Box hier. Kapau. So, sehr viele Zehner. Ein 25er nehme ich gerne. Und jetzt. Let's give it a new try. Wo bist du? Wo bist du, komischer Mann? Ach ja. Mhm. Kommst nicht hierhin wieder. Da ist noch ein Ei. Ach, da bist du. Hallo. Max, Max, welcome to the world. What the fuck war das denn jetzt? Der ist einfach auf der Stelle geflogen. Das fand ich jetzt ein bisschen... bisschen deprimierend leicht, muss ich sagen. Aber gut. Money oder Many, keine Ahnung. Welcome to the world. Und tschüss. Das war Nummer 124 von... 150? Ich meine mir ziemlich sicher zu sein, dass es 150 sind. Ich kann mich aber auch vertun, tatsächlich. So, nun erwartet uns tatsächlich nur noch eine Aufgabe in dieser Welt. Und die könnte frustrierend sein. Die habe ich auch ein bisschen... So, wohin zeigst du? Zeigst du zu Bentley rüber? Das müsste nämlich wirklich das letzte sein, was hier noch ist. Nein, nicht ganz. Irgendwas ist hier noch. Ach, hier im Endbereich? Nee, oder? Nee, ich wollte schon sagen. Da oben drauf? Als ob, echt? Okay. Gut, dass ich nochmal nachgeguckt habe. Da oben ist was. Das ist mir gerade. What the fuck? Völlig neu. Oder nicht? Oder doch? Ich weiß es nicht. Wow, ich bin durch den Kristall geflogen. Da liegt ein Zehner. Entwickler, bitte. Also ein bisschen anspruchsvoller hätte das schon sein können. Mehr. Was habe ich denn noch vergessen? Hier unten? What you say? Ach, Lava. Habe ich ja eben gar nicht gesehen. Das ist aber Bentley. Hoffe ich. Sieht mir sehr nach der Bentley-Aufgabe aus, ja. Ja, wenn
endlich. Guten Abend, Spyro. Der erstaunliche Randini wird gleich seine Fingerfertigkeit demonstrieren. Seine Show soll ziemlich beeindruckend sein. Ich werde sie mir ansehen. Sicher, dass du sie dir ansehen wirst und nicht mitmachen wirst? Oder sogar Hauptattraktion der Show sein wirst? Wir werden sehen. So. Haben wir jetzt hier alles? Da haben wir alles. So, hier auf der Tanzfläche sag ich schon. Auf der Bühne, wie auch immer man das nennen will, liegen auch noch ein paar Edelsteine. Die wir jetzt erstmal sammeln, bevor wir die Aufgaben machen, weil sonst, naja, könnte das ein bisschen durcheinander werden. Und das wäre blöd. Und hier liegen noch zwei und dann habe ich alles. Das kommt hin. Sehr schön. 700 von 700 und... Hau die Maulwürfe ist das letzte Ei. Hallöchen. Ich fürchte, meine Zaubershow war zu aufregend für die Maulwürfe. Sie brauchen nur einen Klaps auf den Kopf, um sich zu beruhigen. Du siehst aus, als könntest du hier helfen. Die Maulwürfe beruhigen. Ja, Mann. Meister Klaps auf den Kopf sollte sie beruhigen. Aber Vorsicht, meine Freunde versuchen ihnen nachzugraben. Triff die Maulwürfe mit deiner Keule. Triff nicht die Gnome. 20 Maulwürfe in einer Minute. Ach, laber, hier ist man so am Rummel? Okay. Im Original ist man tatsächlich mit einer Kamera von oben rumgelaufen. Da war das schon angenehmer. So, weil... Genau. Ja, das hat nicht geklappt. Siehst du, sie sind alle in heller Aufregung. Versuch es nochmal. Ein leichter... Ah, mit der Kamera von oben war das schon cooler. Vor allem so hat man nicht die Übersicht. 20 Stück. Meine Zeit ist jetzt schon halb rum. Und ich habe nicht im Ansatz die Hälfte. Ja, das hat nicht geklappt. Na schön, dass der da reingelaufen ist und ich ihn dann trotzdem geschlagen haben soll. Super. Ja, den einen kann ich ja knicken, den kriege ich nicht. Eins, zwei, du bist meine Nummer, drei, oha, oha, geh weg. Nicht euer Ernst. Einer. No. Ja, hm. Wie gesagt, eine leichte Frustaufgabe. Und da habe ich ihn gehauen. Vielleicht wird der Part doch länger als gedacht. Dafür, dass die Welt so schnell vorbei war, ist diese Aufgabe ziemlich kacke. Und wahrscheinlich ist die Aufgabe auch so kacke, weil die Welt so kurz ist.
da hinten spawnt nichts, okay, na dann. Oder sonst Zeit verloren. Nein! Warum laufen denn meine Schläge, Idioten? Letzte fucking Millisekunde. Das war's. Macht's gut, Leute. Bis zum nächsten Mal und ciao, ciao.